Hallo meine Lieben, ihr habt mich gebeten, mal ein Video zum Thema Darmgesundheit und Allergien und dergleichen zu machen, weil ich das Thema gerne im Studio anspreche und viele wissen natürlich, der Darm ist das Zentrum der Gesundheit. Alles, was wir zu uns nehmen, Nährstoffe, Vitamine, auch Flüssigkeit, wird überwiegend im Darm verwertet. Und wenn natürlich hier eine Störung vorliegt, ist das ganz oft ursächlich für viele, viele Krankheitsbilder, ob es Unverträglichkeiten sind, ob es Hautprobleme sind, Allergien, Mangelerscheinungen, aber auch Kopfschmerzen und Unverträglichkeiten. Und zwar bin ich im Laufe der ganzen Jahre meiner Arbeit über zwei Themen gestolpert, die da sehr, sehr hilfreich sein können und ich gerne jedem mal ans Herz lege, das checken zu lassen bzw. eventuell sich zu informieren. Vielleicht kann es dem einen oder anderen auch helfen. Und zwar, ich habe ein Fallbeispiel gehabt, und zwar war ich mal in Gladbach, glaube ich, da war ein kleiner Junge, der hat am ganzen Körper allergische Neurodermitis. Und ich bin durch die Mama dort aufmerksam geworden, indem die mir dann den Tipp gegeben hat, dass es eine Firma gibt, die das behandeln kann. Und zwar war das so bei dem kleinen Jungen, dass der eine Blutprobe abgeben musste. Das hat ein Arzt dann die Blutprobe abgenommen, hat das dann zu einer Firma geschickt, da gehe ich gleich näher drauf ein. Die haben daraus wohl ein Asthma-Spray entwickelt. Das musste der kleine Junge 2 Monate lang jeden Morgen einmal nehmen und bereits nach 1 Monat war das Neurodermitis weg. Grund ist vermutlich da, welcher das sogenannte mikroökologische System im Körper wieder aufgebaut wurde. Mikroökologisch ist alles, wie der Name schon sagt, mit Mikroorganismen oder ja, mikroökologisch ist zum Beispiel die Darmflora, die Mundflora, die Flora auf der Hautoberfläche, die Scheidenflora. Und genau daher können zum Beispiel jetzt auch sowas wie Parodontose, chronische Harnwegsinfektion, Neurodermitis und so weiter. Und genau um das zu behandeln, jetzt kurz das gesamte Verfahren. Der erste Weg sollte sein, das gibt das sogenannte Institut für Mikroökologie, ein Zusammenschluss von mehreren Heilpraktikern, Ärzten und Laboren, die haben ein Testverfahren entwickelt. Das zeige ich dir mal ganz kurz. Das ist hier das Institut für Mikroökologie und der Link dazu lautet mikroök.de. So, wenn ihr auf die Homepage von mikroök.de geht, werdet ihr dann oben einen Reiter finden für Patienten und dort könnt ihr dann nach Ärzten und Heilpraktikern die Therapeuten suchen oder Ärzte. Und mit denen besprecht ihr das dann mal und ich zeige euch mal ganz kurz, was es dann so alles gibt. Das sind alles Testverfahren, die die entwickelt haben, um zu schauen, was stimmt denn bei der jeweiligen Person, eventuell im Darm oder auf der Haut oder wo auch immer im mikroökologischen System stimmt denn nicht. Das sind alles Testverfahren, die entwickelt haben und durchführen können. So, als kleines Beispiel, hier ist alleine ein einziger Test auf 270 Nahrungsmittel. Ne, also wenn man jetzt schaut, man geht zum Arzt, hat eine Vermutung, ich habe eine Allergie, da wird er meistens einen Bricktest durchführen auf 30 Sachen und im besten Fall sagt er euch, du hast keine Allergie. Und du sagst dir, kann gar nicht sein. So, und die testen eben mit einem Test allein die Lebensmittel auf 270 Lebensmittel, auf was ihr unverträglich reagiert. Und ihr bekommt dann Bescheid, sollte man weniger essen, da ist man empfindlich oder das ist okay oder sollte man vielleicht gar nicht essen. So. Wenn ihr denn dann bei dem Arzt oder dem Heilpraktiker in dieser Umgebung dort bei euch wart, habt dann diese Tests durchgeführt, dann ist dann der weitere Verlauf die Firma Symbiovaccin. Das habe ich auch hier drauf geschrieben. Symbiovaccin ist eine Firma, die macht Eigenimmunisierung. Das war eben dann genau bei diesem kleinen Jungen der Fall, wo man das Asthma-Spray entwickelt hat. Und die entscheiden dann letzten Endes, was sie benötigen und was sie herstellen für euch. Wie gesagt, bei dem kleinen Jungen war das wohl ein Asthma-Spray in Form von einem Asthma-Spray. Ob das jetzt bei allem so ist, weiß ich nicht. Müsste man sie informieren. Die haben eine sehr gute Homepage und ein sehr gutes Patiententelefon. Jetzt kommt ein kleines Aber. Das Problem an der Sache ist, dass zum 31.12.2021 hat das Bundesamt für irgendwas das aktuell in Deutschland nicht mehr zugelassen. Die sind aber in der Wiederzulassung, aber nur noch auf Rezept. Das Problem war wohl dieses. Das Verfahren ist 120 Jahre alt, 120 Jahre sehr erfolgreich, aber aus irgendeinem Grund hat ein Gesetzgeber gedacht, man lässt es jetzt nicht mehr zu. Wie gesagt, warum auch immer. Aber nehmt mit der Firma Symbiovaccin Kontakt auf. Vielleicht ist es jetzt schon wieder zugelassen im Jahr 2023. Ich weiß es aktuell nicht, muss ich noch reinschauen. Aber schreibt den, informiert euch mit denen selber. Und das könnte unter Umständen natürlich eine Möglichkeit sein, euer mikroökologisches System, ob Mund, Scheide, Darm, Hautoberfläche, die Störungen, die natürlich durch Antibiotika, falsche Umwelteinflüsse, falsche Ernährung natürlich entstehen können, kann man das wieder aufbauen. Das ist so, ich sage mal, die Light-Variante. Es gibt natürlich noch ein paar extremere Fälle, wo ganz massive Darmprobleme zum Beispiel vorliegen. Und da gibt es auch etwas, auch gar nicht so neu. Und drauf gestoßen bin ich damals, es gab im Google, in der Dreisat-Mediathek mal ein Video, das hieß Der Code der Anderen. Und zwar wurde darüber informiert, in Holland macht man das wohl schon seit Jahrzehnten,
dass man Stuhltransplantat durchführt, das heißt im Fachbegriff Fäkalmikrobiomtransfer. Und da wurde eben auch gezeigt, dass in Holland die einzige Darmbakterienbank in Europa ist. Ich finde dieses Video leider nicht mehr. Das wurde offline genommen, aber ich habe mich dann weiter geschaut, recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass die Holländer eben die einzigen in Europa waren, die eine Darmbakterienbank geführt haben oder führen. Und zwar ist es so, dass da gesunde Menschen eben Stuhl abgeben. Dort werden dann die Bakterien kultiviert, labormäßig gezüchtet. Es wird geschaut, was fehlt dem Menschen, der vielleicht chronisch Durchfall hat oder Neurodermitis oder Allergien. Auch Allergien sind eben auf Darm. Und dann wurden die Bakterienkulturen, die der Person gefehlt haben, konkret wieder zugeführt. Und ich finde die Seite leider nicht mehr, wie gesagt, aber ich habe mich da mal weiter recherchiert und zwar fangen die Deutschen auch jetzt damit an. Und zwar habe ich gefunden, wenn ihr unter klinikradar.de, das ist so eine Übersicht, wo man nach allem suchen kann, und dann oben Stuhltransplantation eingibt, werdet ihr alle Kliniken finden, die in Deutschland das durchführen. Das kann unter anderem bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und weiteren Unverträglichkeiten könnte das tendenziell helfen. Das Traurige ist dafür, dass die Holländer das seit Jahrzehnten machen und ich dann sehe, dass die Deutschen gerade damit anfangen. Und wenn ihr auf die Homepage klinikradar.de geht, werdet ihr sehen, welche Klinik wie viele Behandlungen zwischendurch geführt haben. Und wenn ich natürlich sehe, dass sowas wie München und Berlin 2 oder vielleicht 10 Behandlungen durchgeführt haben, ist eigentlich lachhaft, wenn man bedenkt, dass es eigentlich ein Thema ist, was wahrscheinlich 90% der Menschen betrifft. Schaut euch das einfach mal an. Sprecht mal euren Arzt, Gastroenterologen, wen auch immer darauf an. Ich kann euch diese zwei Seiten mikroök.de und Symbiovakzin ans Herz legen, auch Klinikradar. Das war auch ganz witzig, ich hatte das mal auf einer Piercing-Party dann erzählt. Und da war eine Dame, die hatte Morbus Crohn, sehr viel Darm, musste schon entfernt werden. Und als ich es dann erzählt habe mit dem Stuhltransplantat, sagt die eine Dame, um die 60, das kenne ich, das habe ich vor 25 Jahren schon gemacht und hat damals 50 Mark gekostet. Sitzt die andere Dame daneben und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe schon einen Meter Darm raus, ich habe noch nie davon gehört. Das ist leider so ein bisschen das Problem. Ob das jetzt bei jedem hilft, ich bin kein Gastroenterologe, es ist ein Tipp, den ich bekommen habe, der für mich auch sehr plausibel ist, denn es sind nur mal die Darmbakterien, die alles im Darm verwerten, aufspalten und dergleichen. Und wenn die natürlich gestört sind, ergibt es ja Sinn, dass da eine Störung ist. Und was liegt denn näher, als Darmbakterien von gesunden Menschen wieder zuzuführen? Ich weiß, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheißthema, das möchte keiner hören, ist aber sehr effektiv. Ich habe tatsächlich auch, als ich es dann erzählt habe, hier im Studio schon eine Dame gehabt, die hat es vor mehreren Jahren, nachdem sie über jahrelang Durchfall hatte, selbst durchgeführt von Stuhl von der 7-jährigen Tochter ihrer Freundin. Da ist es meistens noch alles gesund. Die sagte, innerhalb von 3 Wochen schlagartig war alles in Ordnung. Sie konnte scharf essen, hatte keinen Durchfall mehr. Muss man jetzt mögen. Ich rate auch ab davon, das selbst durchzuführen, denn das ist nicht ganz risikolos. Es sind immerhin Fremdbakterien. Das sollte schon ärztlich durchgeführt werden. Und die neue Methode ist dann eben, dass man es machen kann in gewissen Kliniken. Also, meine Lieben, einfach mal, damit ihr es gehört habt. Vielleicht findet ihr euch wieder, vielleicht ist es interessant für euch. Ich wollte es nur mit euch teilen und da muss ich auch nicht so oft im Studio erzählen. Also, meine Lieben, wenn ihr da gute Erfahrungen habt, gerne auch mal berichten. Und ja, ich versuche mal, ob ich irgendwo diese Dateien und diese Links, was es da gibt, alles hochladen kann. Ich weiß nicht, ob es auf der Homepage diese Übersicht gibt mit dem Auszug aus unserer Schwerpunktdiagnostik. Ich schaue mal nach. Ansonsten googelt mal, wie gesagt, mikroök.de. Ich werde es auch nochmal bei YouTube unten in die Infotexte reinschreiben, die Links, und dann könnt ihr euch mal selber einlesen. Bis dahin, meine Lieben, alles Gute euch.